Das Schöne ist, zum Schluss gibt es nach dem Essen eine Nachspeise und nach dem Alles Gute Österreich die guten Abend. Schlussworte, Thomas, bitte. Ja, gern. Nämlich lustig, weil du gerade gesagt hast, Demokratie und Demokratie im Herzen. Oh Ja? Und ja. die Politiker reden auch davon oder reden manchmal davon. Und ich denke mir, na, sie reden sehr viel über Demokratie. Was eint uns? Und das ist der Glaube an die Demokratie. Weißt, sie reden über Demokratie, wenn es darum geht, eben andere Gruppen darzustellen, sage ich mal. Dass wir den gegenseitigen Respekt haben und uns gegenseitig auch die Freiheit zugestehen, so zu leben, wie jeder das möchte. Indem man sagt, naja, wenn du das Medizinprodukt nicht nimmst, bist du undemokratisch. Demokratiefeinde? Ja? Ja. Wenn du jetzt nicht für den Krieg bist und die Maßnahmen, dann bist du undemokratisch. Staatsverweigerer? Ja. Wenn du jetzt bei den nächsten Konflikten, wenn du nicht auf der Seite stehst, sondern auf der Seite, dann bist du undemokratisch und sagst das alle, unsere Seite ist demokratisch und die andere Seite ist komplett undemokratisch. Ja? Rechtsextreme und Neonazis. Dann fallen mir solche Sachen ein wie die Meinl Reisinger, die dann, ich weiß ja nicht, warum sie das uns dauernd erklären, was Demokratie ist, ja? Wir ziehen an einem Band. Ja? Unser Glauben heißt Demokratie. Wir haben diese Freiheiten nur, weil wir dieses Band haben, das uns alle verbindet. Das ist wichtig, das Band nicht aus der Hand zu geben. Und ich denke mir, ja, das Band, das ist mir um den Hals geschwungen, ist das, dieses Bandel, ja. Und dann da hinten wird dann gezogen, ja. Das ist nämlich das, was die Menschen dann, glaube ich, oft nicht sehen, wenn sie blind einfach sagen, ja, unsere Demokratie ist so wichtig, das ist alles so wichtig. Ja, es ist schon wichtig, Demokratie, dass man da mitbestimmen kann, mitreden kann. Diese kritische Distanz allen und jedem gegenüber, das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie das spüren und dass Sie das hoffentlich auch mitnehmen. Dieses Bemühen ist jedes Mal da. Und gerade beim ORF sieht man es jetzt. Ja, toll, danke. Danke vielmals. Ich möchte mich als Demokratiearbeiter verstehen und mir liegt es wirklich am Herzen, Ihnen Entscheidungsgrundlagen zu liefern, weil Demokratie lebt von fundierten, informierten Entscheidungen. Das ist sehr demokratisch abgelaufen, dass die Regierung herkommt, ihre GmbH gründet, einen Vorstand hat und dann sagt, ja passt, wir beschließen jetzt so und so viel Geld, muss jeder einzahlen. Ja? Das ORF-Zentrum am Wiener Königlberg hat schon was von einer Burg. Hohe Zäune und Schranken, Fahnen wehen am Dach. Und um seine Besetzung wird immer wieder mal heftig gekämpft. Heute nicht. Die Wahl der vier zentralen Direktionen in Roland Weismanns Team geht ebenso geschmeidig über die Bühne wie die der neun Landesdirektionen. Einmal 32, einmal 34 Ja-Stimmen im 35-köpfigen Stiftungsrat. Viel mehr geht nicht. Wie die das einzahlen, ja, das bestimmen wir. Ja, wie viel das ist, das bestimmen wir. Was da gesendet wird am ORF, das bestimmen wir. Die hohe Zustimmung deutet auf eine genaue Austarierung des Pakets. Bei Landesdirektoren müssten die Landeshauptleute laut ORF-Gesetz vorab informiert werden. Die Länderfahnen wehen nicht zufällig überm Stiftungsratssaal. Und dann muss ich mir die Meinl Reisinger anschauen, die mir dann erklärt, was Demokratie ist. Und ich frage mich, Alter, was ist mit den Politikern? Was ist das Worthülsen? Es sind nur mehr Worthülsen. Bei heute streiten sie und nach die Wahlen sind schon nicht Haare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen um unser Kohlen. Tja, die Sache ist, es gibt halt einfach einen guten gemeinsamen Nenner zwischen dem, was die Frau Meinl-Reisinger oder auch andere Politiker und Politikerinnen sagen und diese Werbungen beim ORF. Es muss immer wieder wiederholt werden, damit die Leute es irgendwann einmal ins Hirn reinkriegen, ja, was das Gute ist. Ja. Ja? Unser Glauben heißt Demokratie. Und das gerade bei der Meinl-Reisinger. Es fällt mir auf. Was fällt auf, dass wir in einem freien Land leben sollen, ja, und jeder seine Freiheit ausleben darf? Das ist das Demokratie. Und vor 2 Jahren sagt sie, ja, das sind ja alles Volksverräter, ja. Ja, die nicht demokratisch sind. Das sind ja Volksverräter in meiner Meinung nach. Ja, die auf ihren eigenen Körper aufpassen wollten, ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten. Die sind dann die Antidemokraten. Das ist es ja. Da will uns eine Werbung sagen, es ist voll cool dabei zu sein, aber du hast keine Wahl. Und dann will uns eine Politikerin sagen, es ist voll cool, wenn wir alle mitreden können. Und jetzt kann aber keiner mitreden. Ja, das ist ja, genau, da sind wir. In der Zeit leben wir. Egal. Jeder, wie er glaubt. Oh, hallo.
Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!